Ja, wer glaubt, dass das einfach ist, wenn kleine Hundewelpen mit ins Bett dürfen oder im Bett zur Welt kommen, wie das bei mir immer so war, der hat einfach keine Ahnung, was da an Arbeit anfällt. Die kleinen Dinger ab der zweieinhalbsten, dritten Woche können sich selbstständig lösen und das sieht man dann auch, wenn man mal auf die Unterlage guckt. Die laufen aus wie ein undichter Eimer. Mit dem Vorteil für die Nachbesitzer, dass die nachher sehr genau wissen, wo sie können und wo sie nicht können und im Bett durchaus trocken sind, während andere Hunde, die schön abgesperrt in einem Welpengitter sich aufhalten oder gar gleich im Garten oder in einem Zwinger, davon keinen Plan haben. Die Kleinen sind dann rund um die Uhr am Kuscheln, sie kommen nachts mit an den Hals, liegen auf dem Gesicht, auf dem Kopf, sind eben sehr soziale Tiere, die, wenn sie so extrem eng beim Menschen groß werden, das entsprechend auch nachher weitermachen. Sie sind dann sehr, sehr aufgeschlossen, sehr, sehr freundlich. Und wer genau das mag, der suche sich bitte einen Züchter, der sich diesen Scheißaufwand macht